Dieses Treffen zwischen den Kindern der Kindergrippe Grabenfeldstraße und den Seniorenbewohnern der Altersheimgasse sorgt immer wieder für Abwechslung. Man besucht sich im Laufe des Jahres gegenseitig. Das letzte Mal waren die Kinder im Seniorenheim, diesmal wurde der Spieß sozusagen umgedreht. Richtig, also wir treffen uns schon 3 Jahre lang mit dem Altersheim, mit den Damen und Herren. Und wir besuchen sie normalerweise, wir fahren einmal im Monat mit dem Bus, mit dem öffentlichen Bus ins Altersheim und haben dort eine Bewegungsgruppe. Wir mischen Alt und Jung und wir vernetzen Generationen. In der Kindergrippe sind die Kinder ja noch sehr klein. Kriegen die schon wirklich mit, worum es da geht? Ja, sicher, weil wir spüren ja doch und manches erspürt man und weiß, aha, da passiert was und das ist schön und das reicht uns aus. Und wenn wir uns bewegen, dann wollen wir das alle, ob klein oder groß. Jung und alt versteht sich ja gleichermaßen bekanntlich gut. Kann man wirklich sagen, wenn man in einem hohen Alter ist, dass so gewisse Charakterzüge von einem Kind wieder auftauchen? Können Sie das bestätigen? Ja. Sicher, durchaus. Und wir sehen immer, dass viele Parallelen sind. Die alten Menschen bauen schon ab und irgendwo sind die gleichen Interessen da. Wenn wir klatschen, singen und auch Tiere nachmachen, fühlen sie sich wohl und irgendwas ist das schon von der Kindheit und es kommt alles, was früher mal war. Und die meisten sind also Pflegestufe 6, die ist also auch schon die vergessen schon leicht und alles, was lange vorher war, ist da. Das ist, und dadurch sind wir auf der gleichen Ebene nicht, aber wir haben das gleiche Interesse. Das heißt, Jung lernt von alt, alt lernt von jung. Richtig, genau so ist es. Seitens der Kindergrippe hat man auch gemeinsam mit den Kleinen einen Schaukalender gebastelt, der an die Veranstaltungen erinnern soll. Jung trifft Alt stand auch unter einem besonderen Stern, denn die Jüngste in der Kindergrippe ist gerade mal 1,5 Jahre. Die älteste Dame, nämlich Maria Czeplak, feierte vor kurzem ihren 100. Geburtstag. Auch wir gratulieren im Nachhinein.